Also ich habe es nur verlaufen lässt, hier gerade in dem Bereich, kann ja passieren, es reißt. Ja, richtig. Weil die jetzt hier kein Flexrohr dazwischen ist. Ja. Nicht doch, ich wollte doch irgendwas dazwischen machen. So, ich schlau Schwätzer, darf ich da was sagen oder was? Wir warten nochmal eine halbe Stunde, dann geht der Platz aus. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in den heiligen Hallen. Wir haben heute Full House hier, wie man sehen kann. Cornelius ist da, Pascal ist noch da, der Erik ist da. Den jungen Mann kennt er wahrscheinlich noch nicht, aber ihr werdet ihn lieben lernen, genauso wie ich. Ich bin da. Treibt er wieder direkt. Und der Fabian ist auch am Start. Und heute wird sich alles um unseren Ausbruchbau unseres Ford Capri Zugspeeds drehen. Wisst ihr, wir machen uns immer Gedanken, wie wir die ganze Konstruktion hier bauen. Und da bin ich schon öfters mal über diese geilen Teile hier bei Instagram gestoßen. Das sind Schweißwinkel mit Zacken. Quasi kann man sich da Rohrbögen zusammenstecken wie im Lego-Prinzip. Und hab da mal dem Erik geschrieben, ob er denn weiß, wo ich sowas herkriege. Und er hat gesagt, ja, natürlich weiß ich das. Das macht doch mein Freund Julian. Und gesagt, getan. Jetzt ist der Julian auch schon hier und auch baut schon heute gemeinsam mit uns unsere Auspuffanlage von unserem Ford Capri Zugspeed. Ja, aber erzähl erst mal was zu diesen Teilen hier, weil das hat mich echt komplett aus dem Leben geschöppert. Dass es sowas gibt, weil wir bauen ja jetzt nicht die erste Abgasanlage hier und das vereinfacht dir die Arbeit bei sowas wirklich enorm. Das ist echt geisteskrank. Ja. Oder was du generell auch so im Sortiment hast, weil das hier habe ich auch zum ersten Mal gesehen, diese kleine Ziehharmonika. Oder. Ja, also das Grundproblem bei so Auspuffanlagen war ja immer der Platz. Ja. Und dadurch, dass man halt zu wenig Platz hat im Auto und die normalen genormten Rohrbögen oft nicht passen, sind ja schon Auspuffbauer schon die letzten 40 Jahre hingegangen und haben sich so einzelne Segmente zugesägt und die dann halt positioniert. Man hat aber nie die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich säge mir jetzt die Segmente und positioniere die in einer definierten Geschichte. Das heißt, man hat immer quasi frei Schnauze nach Auge gearbeitet. Wenn jetzt jemand aber drei oder vier gleiche Anlagen oder Downpipes oder so bauen wollte, musste er zwangsläufig sich eine V-Richtung bauen, eine Schablone. Damit die Schnitte immer gleich werden. Genau, dass die Teile einzeln auch gleich positioniert werden und auch, dass die Schnitte gleich sind. Und das nächste war halt immer, dass die einzelnen Segmente, wenn man die aufeinander steckt, dann muss man die halt immer positionieren von Hand, dass sie nicht verrutschen und immer festhalten oder viele, die kleben das dann zusammen, machen einen Klebebandstreifen drauf, dann hat man beim Schweißen hier wieder Rückstände vom Klebstoff und so weiter. Und aus dem Grund, weil ich halt auch in der Situation schon mal war, habe ich mir halt überlegt, damals der Grundgedanke war, ich nehme die Segmente und stecke die zusammen. Und da ich am Rohrleiser gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, okay, ich mache vier Zacken dran und stecke die einfach zusammen. So, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich die dann nur auf vier Positionen drehen kann. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, okay, ich mache die Schritte von den Zacken in 10 Grad Winkeln und gebe den einzelnen Segmenten eine definierte Größe. Also wir haben jetzt drei Winkel, 9, 12,5 und 15 Grad von dem einzelnen Stück. Ja. Und kann so quasi mit den Zacken auf 10 Grad und mit den Größen eine Auspuffanlage oder eine Downpipe oder sowas, egal was für eine Rohrleitung bauen, und kann mir aus der definierten Größe entweder die nächste einfach genau gleich bauen, weil ich sage, ich nehme jetzt halt die Teile in dem Winkel und positioniere die wie bei der anderen auch. Oder wenn man halt einen Schritt weiter geht, kann ich mir daraus sogar eine CAD ziehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt hier die Anlage bauen mit den Teilen und baue die mir im CAD nachher mit den Einzelteilen nach. Ja. Und das wird dann halt noch eine Geschichte, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Und man kann auch nicht nur, sag ich mal, jetzt quasi wie so 90-Grad-Bogen imitieren. Also wenn man die jetzt alle nach und nach so aufeinander setzen würde, kann man das ja bis zu 180 Grad, sag ich mal, machen. Jetzt einmal im Bogen, ne? Genau. Man kann aber auch zusätzlich sagen, ich verdrehe jetzt die ganze Geschichte und kann mir dann davon auch noch irgendwie eine Kurve integrieren. Man kann dann mit den Segmenten quasi dreidimensional sich, genau, sich bewegen. Also das geht dann einmal so und macht dann hier so die Kurve. Also das ist schon absolut geisteskrank, was man da für Skulpturen oder Kurven bauen kann. Ja, dann habe ich den Julian vorhin gefragt, wie viele von den Schweißbögen hier bietest du denn eigentlich an oder wie viele verschiedene davon gibt es eigentlich? Weil ihr seht hier schon die Unterschiede zu denen hier. Sind hier unten ist hier unten der Durchmesser wesentlich größer wie bei den Teilen hier. Das heißt, wir würden mit den schmäleren jetzt hier in einen steileren Winkel hinbekommen. Hast du da 4, 5 Stück? Und da hat er nur kurz gelacht. Was war deine Antwort? Ja, um das grob zusammenzufassen. Also wir haben drei
drei Sparten in dem Bereich. Einmal sind die Bögen zum Knicken aus einem Stück Rohr geleisert. Das heißt, wenn ich jetzt den hier knicke, habe ich halt einen normalen 90-Grad-Bogen. Die gibt es dann für jeden gängigen Rohrdurchmesser und im Moment immer in zwei Größen. Einmal einen normalen Bogen und einmal einen engen Bogen, wo quasi der Radius von dem Bogen kleiner ist. Ja. So. Wir haben davon aber auch noch Zwischengrößen konstruiert. Das heißt, es gibt nachher diesen Bogen in fünf Größen. Ja. Also normale Normen, die man kaufen kann als Bogen und halt halbe Normen, die man halt nirgends kaufen kann. Ja. So, die zweite Sparte sind dann halt die Segmente mit den Zacken. Das gleiche Spiel gibt es dann halt immer in dem Standardradius oder halt im engen Radius. Und dann gibt es noch die Variante ohne Zacken. Das heißt, wir haben eigentlich quasi drei Produkte, immer im Moment in zwei Radien und zusätzlich gibt es jedes Teil in drei Winkeln. Das heißt, wenn man jetzt den Winkel, der hier aus dem Rohr rausgeschnitten wurde, nimmt, gibt es den quasi in 9 Grad, 12 Grad oder 12,5 Grad und 15 Grad. Und dann natürlich auch noch in zig Rohrdurchmesser. Genau, alle gängigen Rohrdurchmesser, also die kleinsten, die wir jetzt im Shop haben, sind 48 mm bis 120. Ich kann das aber theoretisch aus jedem Rohr machen, ab 20 mm aufwärts. Kannst du jetzt Produktpalette in Zahlen definieren? Wie viele verschiedene? Also im Shop online sind jetzt im Moment nur aus Edelstahl 180 Sorten. Im CAD, was wir fertig haben, sind aber ungefähr 1000 Sorten. Ja. Aber nur für Edelstahl. So, wir werden das in Zukunft auch alles Stück für Stück jetzt in Aluminium und dann auch noch in Titan anbieten. Und dann haben wir noch ein, zwei andere Sachen, die da dazukommen. Also das ist quasi die Vorstufe. Ja. Da sind wir dann wahrscheinlich relativ schnell bei 5.000, 6.000 Artikeln. Und da ich das jetzt nicht im Moment alles schaffe, auch vom Lager her, ja, wird da jetzt peu à peu immer Neues dazukommen. Gerade so schon relativ hart, das zu managen. Aber da kommt noch einiges, da kann man noch viel mehr mitmachen, als was wir jetzt hier sehen. Dann zeige ich euch nachher, wenn die Kamera aus ist, noch besser. Auf jeden Fall richtig cooles Zeug. Ja, wir sind ja eben schon mal mit dem Julian grob hier unseren Plan unseres Auspuffbaus durchgegangen. Wir haben ja jetzt hier rechts und links die zwei Turbokrümmer, wo jetzt erstmal vorerst keine Turbolader draufkommen werden, wisst ihr ja schon. Allerdings haben wir jetzt das folgende Problem, dass die Köpfe oder die Anbindung der Krümmer an den Köpfen unterschiedliche Positionen haben. Wie man jetzt hier schon sehen kann, haben wir hier deutlich mehr Platz zum vorderen Rahmen als jetzt hier drüben auf dieser Seite. Und das ist jetzt trotz der genialen Rohrbögen mit den kleinsten Winkelabständen hier unten drin uns nicht möglich, quasi hier im 90-Grad-Bogen um die Kurve zu gehen. Das heißt, wir würden dann ungefähr hier vorne in dem Bereich irgendwo anstören. Das heißt, ich werde jetzt erstmal beginnen, die V-Band-Anflanschung einzukürzen, so um 2 bis 3 cm nach hinten, was wir dann hier neu ansetzen werden, um hier mehr Platz zu haben. Und der liebe Julian wird sich in der Zwischenzeit schon mal damit beschäftigen, die Rohrbögen hier zu heften, weil wir ungefähr in dieser Position hier eine X-Pipe bauen werden. Also wir kommen dann hier um 90 Grad rum, gehen dann hier unten mittig, X-Pipe, und von der X-Pipe werden wir dann rechts und links hier wieder rauswandern, hier nach hinten wandern und dann rechts und links vom Fahrzeug am Kotflügel rauskommen. Ich denke mal, das wird eine richtig geile Geschichte. Ja, da würde ich sagen, ich bin mal los, Meister, oder? Feuer frei. So, wenn der Julian heftet, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ladies and Gentlemen, wir sind hier ein ganzes Stück weiter. Wir haben jetzt unseren rechten Krümmer schon mal eingekürzt hier um etwa 2 cm. Das heißt, wir haben jetzt hier auch genügend Platz. Um die 2 cm Abstand haben wir jetzt zu unserem vorderen Rahmen. Drüben hatten wir ja weniger Platz. Das gleichen wir dann aber aus durch ein Stück gerades Rohr, damit wirklich beide Rohrbögen und Rohre, die jetzt nach unten verlaufen, gleichmäßig oder im gleichmäßigen Abstand den Rohrrahmen runterwärts wandern. Ja, haben das Ganze jetzt auch hier schon mal mit etwas geraden Rohren fixiert, die jetzt bewusst zu kurz gemacht worden sind, um jetzt hier ein bisschen Spiel zu haben, weil wir müssen jetzt mit den zwei Rohrbögen, wo wir jetzt unsere X-Pipe von bauen, schon mal hier grob aufeinandertreffen, damit wir uns jetzt quasi die Schnittkante hier anzeichnen können. Ja, da Julian eine gute Idee gehabt hier mit diesem quasi LX-Pipe Spezialwerkzeug. Auch zu finden bei ihm im Online-Shop. 0815. Die haben wir genau im 90-Grad-Winkel zum Rahmen quasi unten eingesetzt. So hier, und haben uns jetzt hier an der Vorderkante als auch an der Rückseite
hier diese geraden Schnittkanten markiert. Damit wir die Rohrbögen dann sozusagen miteinander verbinden, also eine X-Pipe bauen. Ja, deswegen werden wir jetzt erstmal die Teile einschneiden, ne, und dann wieder zueinander führen. Haben uns jetzt hier übrigens nochmal so ein paar Abstandshölzchen gebaut, falls ich das noch nicht erwähnt habe, um dann halt wirklich exakt immer denselben Abstand zu unserem Rahmen zu haben, damit das dann wirklich harmonisch aussieht. Ja, dann zwickt man das jetzt erstmal hier wieder raus. Kabelbinde ein. Und können uns jetzt quasi hier die Ellipse, die werde ich jetzt erstmal grob mit dem Winkelschleifer, Erik, nicht mit der Flex, ne? Das ist wichtig. Ausschneiden und den Rest werden wir uns dann an unserem Tellerschleifer hier schön harmonisch schleifen. Bevor wir das jetzt hier allerdings ausschneiden, ausklinken, wie auch immer, werden wir uns genau neben der Schnittkante hier nochmal ein paar Hefter setzen. Ansonsten werden nämlich hier unsere ganzen Rohrbögensegmente freilaufend oder locker und könnten sich dann nochmal einzeln verbiegen. Deswegen werden die jetzt vorher nochmal angepunktet und fixiert. Das ist schlau. Ich will noch was erzählen. Ich hätte jetzt vor Müdigkeit wahrscheinlich vergessen, die Nummer. Film mir nebenbei mal was nicht, dass du erschreckst. Ja, ist hier gerade voll im Arbeitsflow. So, Ladies and Gentlemen, wir haben mittlerweile einen Tag später und haben gestern ganz schön was geschafft. Guckt euch mal dieses geile Konstrukt an, was hier mittlerweile da hängt. Ja, haben jetzt hier die Abstandsklötzen alle raus und das sieht ja hier wohl mal porlös aus. Was uns jetzt ein bisschen ärgert schon, jetzt schon, ist, dass da man nicht mehr viel sieht am Ende des Tages davon, weil hier wahrscheinlich der Kühler davor hängt. Aber trotzdem ist das Ast rein geworden. Haben jetzt hier unsere Downpipe sozusagen fertig. Passt jetzt hier quasi irgendwie Arsch auf einmal, ist schön mittig zentriert. Haben jetzt hier auch die Abstände, die wir anfänglich hatten. Hier hatten wir ja eigentlich einen größeren Abstand. Haben wir jetzt perfekt vermittelt, dass hier wirklich die Abstände zu den Rahmenrohren exakt gleich sind. Also wenn das mal nicht ein Gedicht von der Auspuffanlage ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, und jetzt sind wir gerade dabei, unsere Downpipe quasi unten weiterzuführen, rechts und links wegzugehen. Das heißt, wir werden jetzt ungefähr im selben Winkel und in derselben Steigung von den Rohren, die jetzt hier runterlaufen, hier eine Kurve machen und schon mal wieder rechts und links Richtung Radseiten fahren. Von hier aus dann wieder nach hinten wandern und dann wird unser erster, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schalldämpfer. Komm, ne? Viel würde er nicht bringen, aber der Wille war da, oder? Er war stets bemüht. Ja, und da werden wir jetzt hier mit den wilden Schweißwinkelzacken teilen, ja, uns da mal einen schönen Winkel hinzelebrieren, dass das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, hier unten in der Ecke. Ja, dann bauen wir den mal so ein, oder? Dann können wir jetzt hier die Position aussuchen, wie wir uns das vorstellen. Und dann kommt jetzt da noch ein Stück Rohr hin dann. Rohr dazu, haben wir ja schon mal die Richtung. Genau. Und vom Abstand her müsste das jetzt auch ungefähr reichen, dass wenn wir jetzt hier den nächsten Bogen aufsetzen, dass wir schön genau nach hinten rauswandern können. Ja. Freunde, wir haben jetzt hier den ersten Bogen nach hinten eingesetzt, haben jetzt hier nochmal eine V-Bahn-Schelle reingemacht, weil wir müssen ja das ganze Konstrukt dann am Ende des Tages auch nochmal irgendwie ausbauen können. Das heißt, die zwei Rohre, die jetzt hier sind, also das kommt dann drüben auch noch hin und dann haben wir dann wie so eine vierbeinige Spinne, wenn wir das Ding ausbauen, legen das auf den Boden, das sieht bestimmt auch ganz geil aus. Haben dann hinter der V-Bahn-Schelle jetzt den ersten Schalldämpfer angebracht und gehen da jetzt wieder in einem Winkel nach außen. Wir müssen jetzt schon mal ein bisschen auf die Position achten. Das heißt, wir wollen ja jetzt am Kotflügel ungefähr in diesem Bereich hier mit dem Rohr rausmarschieren. Das heißt, wir sind jetzt mal, haben jetzt mal den Schraubpunkt hier angenommen und wandern da 15 cm nach unten. Dann wäre ungefähr die Rohrmitte hier. Wir haben uns das jetzt hier schon mal an dem Halter markiert und würden dann jetzt den nächsten Schalldämpfer, also pro Seite, kommen zwei Schalldämpfer hin. Der würde jetzt hier so positioniert werden. Und dann
hat uns der Julian gestern auf eine geile Idee gebracht. Wir wollten ja eigentlich nur mit dem Gradenrohr hier raus und wollten das dann so schräg abschneiden. Allerdings, wenn man so einen 90-Grad-Bogen nimmt hier und den dann so diagonal abschneidet, mit so einer Schnittkante hier, haben wir sozusagen noch den Auslauf von dem Bogen mit drin. Und das sieht 10-mal geiler aus dann seitlich. Haben wir dann nochmal eine größere Draufsicht, wenn man von außen auf den Kotflügel geguckt. Ja, so ist der Plan. Und da der Julian noch einen sehr weiten Weg nach Hause hat, ne, müssen wir den jetzt hier schon verabschieden. Also wir bauen jetzt hier gleich weiter mit der neuen Fachexpertise vom Experten, die wir dazu gewonnen haben. Ja. Hat mich das eine oder andere Mal geärgert, dass er dann doch ein bisschen schlauer war wie ich in dem Segment. Ja, Julian, mega geile Aktion von dir. Und wie gesagt, ich habe mich hier in deine Winkeltechnik extremst verliebt. Vielleicht bauen wir ja nochmal irgendwann zusammen ein anderes Projekt. Ja. Ich denk mal, wenn man jetzt sieht, wie schnell man eigentlich mit wie wenig Aufwand sowas aufbauen kann, dann macht man es auch gern öfter mal und nicht. Man hat nicht immer eine gewisse Angst oder Respekt vor so einer Geschichte, sondern ganz einfach mal als Lego-mäßig zusammenbauen. Ja. Macht es auch Spaß. Gern, danke, dass ich kommen durfte und dass ich da mitmachen darf an dem Projekt. Gerne. Wir haben zu danken. Wo können die deine Schweißbündel erwerben? Wir haben einen Online-Shop. German Welding Tools sind auch relativ stark mittlerweile auf Instagram unterwegs. Da sind wir auch verlinkt und da kann man alles in verschiedenen Ausführungen, Durchmessern, Winkeln und so erwerben. Ansonsten, wenn irgendwo Fragen sind oder so, einfach mir direkt über Instagram schreiben. Ich mach's alles selber. Da bin ich dann ansprechbar oder versuche da auch immer relativ schnell da zu sein. Jo, perfekt. Hey Julian, dann einen guten Nachhauseweg. Ich hoffe doch. Und wir machen jetzt hier weiter, Freunde. Ohne Action. Wie Hund sehe ich aus. Oder? Ja, ja. So, Ladies and Gentlemen, mittlerweile haben wir eine Seite fertig zusammengepunktet. Ist das geil oder ist das geil? Ist geil. Ja, wir sind, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, hier glaube ich bei dem Schalldämpfer, bei dem ersten, gell? Sind jetzt hier nochmal im 90-Grad-Bogen um die Kurve gegangen, wollten ja dann auf die Höhe, die wir uns schon am Seitenteil markiert hatten, das waren hier 15 cm von dem Anschraubpunkt und sind da jetzt auch mittig mit unserem, sag ich mal, Endrohr angestoßen. Haben jetzt hier noch einen Schalldämpfer hingesetzt, also zwei Schalldämpfer pro Seite und haben jetzt schon wie angekündigt unser 90-Grad-Winkel hier so verschliffen, dass der jetzt eine richtig geile Tropfenoptik nach hinten hat und der würde dann jetzt quasi flächig schön aus unserem Seitenteil rausragen. War auch ziemlich tricky, weil wir mussten das Ding nicht nur quasi einmal so durchkappen, sondern mussten auch noch so einen kleinen Winkel mit einbringen, da der Auspuff jetzt so ein bisschen nach oben geht. Aber wie man sehen kann, hat das eigentlich wunderbar geklappt und sind jetzt perfekt hier mit der Fahrzeuglinie in Flucht und sieht jetzt rattenscharf aus. Da kommt jetzt dann so ein Ausschnitt hin ins Seitenteil. Ungefähr so ein Zentimeter, anderthalb werden wir da jetzt Platz lassen rundherum. Und dann hier noch so eine schöne Aluplatte aufnieten, um das ein bisschen thermisch zu isolieren. Ja, Kollegen, ich würde sagen, das war ja schon ganz schön intensiv, dieses Video. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und machen dann beim nächsten Mal weiter, wie wir das ganze Teil hier komplett verschweißen, die andere Seite bauen und dann werden auch noch andere Geschichten mit Thermoisolierung und so weiter vonstatten gehen hier. Also seid gespannt, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ja, dann hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass hier bald Header V8 Sound am Start ist. Ciao, bis zum nächsten Mal.